Liebe Freundinnen und Freunde der Wandlung, ich möchte heute mit euch eine Übung teilen, die mich schon viele, viele Jahre täglich begleitet und der ich glaube, viel Freiheit und viel Fröhlichkeit und Glück in meinem Leben verdanke. Das Halleluja frei, und ich betone wirklich frei, nach dem eurythmischen Halleluja der Anthroposophie. Ihr nehmt eine halbwegs aufrechte Haltung ein, die Beine locker, gut durchgestreckt und geerdet mit der Vorstellung, dass euch Erdwurzeln wachsen bis zum Erdmittelpunkt der Erde. Das gleiche mit eurem Kopf, wo ihr euch vorstellt, dass aus eurem Scheitelchakra Wurzeln in die Himmel wachsen und ihr wirklich aufgespannt seid zwischen der Erde und dem Himmel. Und ihr euch sammelt in eurer leeren Mitte, in dem Raum zwischen Bauchnabel und Schambein. Und wenn ihr so steht, dann beginnt die Übung, indem ihr eure Arme vor eurer Brust verschränkt. Und euch wirklich spürt, euch wie förmlich selbst umarmt. Und aus dieser innigen Selbstumarmung heraus öffnet euch den Kräften des Himmels. Und schaut auch leicht in diesen Himmel und begrüßt diesen Himmel. Und dann führt diese Hände nach unten, folgt den Händen auch mit eurem Blick. Und stellt euch vor, aus einer Erdquelle schöpft ihr Wasser und lasst 7 Blüten aus diesem geschöpften Wasser entstehen. Eine über der anderen und die dritte und die vierte und die fünfte. Und die sechste und die siebte. Und es kommt hier nicht auf Präzision an, sondern auf Fühlen der Geste. Und geht wieder zurück in diese Selbstumarmung und gebt euch wieder ganz viel Liebe, haltet euch ganz fest. Und dann geht nochmal in 3 große Blüten, die ihr schöpft. Und eine Blüte geschöpft. Zweite geschöpft und die dritte geschöpft. Und von oben führt ihr die Hände zusammen vor eurem Becken und spürt diese Kräfte, die hier in euch wohnen, spürt sie, nehmt sie regelrecht wahr und führt diese Kräfte dann, ja, wie um Segen bitten zum Himmel, Handflächen nach vorne und führt dann eine Hand nach unten und geht in eine Geste, dass die eine Hand nach unten drückt und die andere nach oben. Und dass ihr euch nochmal in dieser Geste wie spannt und stellt euch vor, in dieser Geste schafft ihr einen Raum für euer freies Ich, indem ihr die Himmel nach oben drückt und die Erde nach unten. Und in diesem von euch geschaffenen freien Raum nehmt ihr als freier Mensch Platz. Mein Raum, ich bin. Und aus dieser Geste, die ihr wirklich eine Weile steht und spürt und die ihr immer machen könnt, wenn ihr keinen Raum für euch habt, wo auch immer, aus dieser Geste öffnet nochmal die Hände zu. Und schließt euch nochmal ab in eurer Selbstliebe, in eurem Euch umarmen, in eurem Euch nehmen.